Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und im heutigen Video unterhalten wir uns mal zum Thema Währungshedging. Wann ist denn das überhaupt notwendig? Was gibt es da für Möglichkeiten und worauf sollte man achten? Ich sitze gerade bei uns hier im Handelsraum. Ne, ihr seht das hier hinter mir, ein paar Rechner, kein Blue Screen oder Green Screen. Ihr seht das, ich habe ein grünes Hemd an, ne? Also das ist alles live echt und in Farbe. Und eine Frage, die immer sehr, sehr viele stellen bei uns im Coaching oder auch im Helpdesk ist, wie sollte man denn ein Konto hedgen, wenn sich der Euro gegen den Dollar bewegt, was er ja dann doch recht häufig immer macht. Vorab vielleicht dazu mal zwei Anmerkungen. Nummer eins, ich würde euch immer empfehlen, wenn ihr bei einem Broker seid, der entweder direkt bei IB ist oder eben von mir aus bei CapTrader oder bei Linksbroker, Agora, wo auch immer. Ich würde euch immer empfehlen, wenn ihr Deutscher seid, dann führt euer Konto in der Basiswährung Euro. Das trifft natürlich auch für unsere Zuschauer in Österreich zu. Und wenn ihr zum Beispiel Schweizer seid, dann würde ich das Konto immer in Schweizer Franken führen. Warum? Es macht euch das Ganze sehr einfach bei der Abrechnung, weil nämlich dann IB im Hintergrund euch alles immer schon abrechnet oder umrechnet in der jeweiligen Währung, die für euch relevant ist. Das heißt, ihr könnt dann eben, wenn ihr eure Steuererklärung macht, wenn ihr eure Jahresübersicht macht, dann seht ihr eben immer gleich, aha, was ist denn an Ergebnis rausgekommen in meiner Landeswährung? Und das ist ja das, was für euch letztendlich relevant ist, nicht was habt ihr irgendeiner anderen Währung gemacht. So, das zweite müssen wir erstmal ganz kurz klären. Warum ist es überhaupt wichtig, dass man sich gegen Währungsverschiebungen oder gegen Währungsveränderungen absichert? Und wir machen das mal ganz simpel. Ich schreibe euch das einfach mal hier auf einem Blog. Und zwar stellt euch mal folgende Situation vor. Angenommen, wir haben 10.000 Euro und wir haben einen Wechselkurs von 1 zu 1. Also hier 10.000 Euro, 1 zu 1. Wie viel sind das dann Dollar? Logischerweise 10.000 Dollar. So, einfache Übung. Also 10.000 Euro sind 10.000 Dollar. Das eben beim Währungskurs von 1 zu 1. Jetzt kann es natürlich sein, dass der Euro beispielsweise steigt. So wie er das ja aktuell macht. Wie sieht es denn dann aus? Also angenommen, wir haben immer noch 10.000 Euro und jetzt würde der Dollar gegen den Euro oder beziehungsweise der Euro gegen den Dollar auf 1 zu 1,10 steigen. Das heißt, 1 Euro ist jetzt 1,10 Dollar wert. Was hat das dann für Auswirkungen auf das Konto? Naja, beziehungsweise auf den Dollarbetrag. 10.000 Euro sind eben jetzt 11.000 Dollar wert. Ne? So, das heißt für uns, wenn der Dollar steigt, super, wir können nach Amerika fahren und können für weniger Geld etwas kaufen, was eben sehr, sehr, oder können günstiger einkaufen als vorher. Egal, ob es jetzt eine Jeans ist, ein Hemd oder von mir aus auch ein Haus. So, jetzt kann es natürlich aber auch mal sein, dass es umgekehrt ist. Ne? Dass also beispielsweise der Dollar fällt. Also, machen wir es umgekehrt. Wir haben jetzt hier 10.000 Dollar und jetzt steigt das Konto wieder auf 1,10. Was hat denn das für, also wenn wir jetzt 10.000 Dollar haben, was hat denn das für eine Auswirkungen, wenn dann der Euro anfängt zu steigen? Also vergesst das mal mit dem, dass der Dollar steigt. Wir sagen mal, was hat es denn für Auswirkungen, wenn jemand beispielsweise sein Konto komplett in Dollar umgetauscht hat und jetzt steigt der Euro? Was hat das dann für Auswirkungen? Du hast 10.000 Dollar gehabt und die waren vorher vielleicht 10.000 Euro wert und jetzt plötzlich, weil der Euro steigt, was passiert mit deinem Dollarbetrag? Naja, der fällt und zwar nicht auf 9.000, sondern auf 9.090 Euro. Also, so schaut das Ganze dann aus. Ne? 10.000 Dollar, weil der Euro angestiegen ist von 1 auf 1,10, sind jetzt bloß noch 9.090 Euro wert. So. Das heißt also, wenn du in Amerika handelst, wenn du jetzt amerikanische Aktien handelst, US-Dollar-Aktien, oder auch wenn du wie wir dich hauptsächlich in den US-Märkten bewegst und damit ja Prämieneinnahmen immer in Dollar generierst, gleichzeitig aber der Dollar immer weniger wert wird, frisst dir das deine Rendite auf. Im schlimmsten Falle kann es also sein, du hast ein Konto und sagen wir mal, du hast eben dieses besagte 10.000er Konto, du hast das komplett in Dollar
umgewechselt und jetzt machst du in dem Jahr 10% Gewinn. 10% Gewinn. Und gleichzeitig steigt aber der Euro gegenüber dem Dollar um 10% an. Was hast du denn dann in Euro verdient? Nix. Unterm Strich hast du also nichts verdient, obwohl du eigentlich 10% Performance gemacht hast. Und deswegen macht es also durchaus Sinn, sich gegen Währungsveränderungen abzusichern. Jetzt gibt es da ja ganz, ganz viele komplizierte Möglichkeiten. Ne? Mit Futures könntest du das machen, du könntest Optionen kaufen, also könntest ganz, ganz viel machen. Das Einfachste ist aber natürlich, dass du einen Teil deines Kontos einfach in eine andere Währung umtauschst. Also beispielsweise jetzt in den Dollar. Und wenn du eben Dollar hast oder hast einen Teil deines Kontos in Dollar umgetauscht, jetzt steigt der Euro, was müsstest du dann sinnvollerweise machen? Das Ganze wieder rücktauschen, also wieder in Euro. Das ist sehr, sehr einfach zu machen. Ihr wisst, bei IB in der TWS kann man das wirklich mit einem Mausklick machen. Wenn euch das interessiert, schreibt mir das in die Kommentare, dann mache ich euch nochmal ein Video, wie man wirklich innerhalb von einer Sekunde das Geld, okay, vielleicht nicht in einer Sekunde, aber 2,5 Sekunden, das Geld hin und her tauschen kann, weil das ist wirklich sehr, sehr einfach, kostet auch so gut wie nichts. Jetzt ist ja nur die Frage, wann mache ich denn das Ganze? Und hier müssen wir einfach sehen, dass wir das natürlich nie 100% genau hinbekommen werden. Warum? Weil die Währungen natürlich jeden Tag ein bisschen schwanken. Mal geht es ein bisschen hoch, mal geht es ein bisschen runter. Was wir aber hinbekommen können, sind die großen Trends. Und ich habe euch hier mal einen Chart reingeblendet, oder ich blende euch mal hier einen Chart rein. Und zwar ist es einfach der Dollarindex. Der Dollarindex, das ist ein Währungskorb gegen verschiedene Währungen und der größte Anteil darin macht der Euro aus mit ein bisschen was über 50%. Da ist auch noch der Yen dabei, schwedische Krone und so weiter. Aber man kann sagen, wenn der Dollarindex steigt, dann heißt das, der Dollar wird stärker gegenüber anderen Währungen. Und wenn der Dollarindex fällt, dann heißt das, der Dollar wird schwächer gegenüber den anderen Währungen. Würdet ihr einen Chart des Euro darüber legen, sehen die nahezu gleich aus. Und ihr seht, da gibt es Aufwärtsbewegung, Seitwärtsbewegung, Abwärtsbewegung. Und ich persönlich mache es immer so, dass ich mir ganz einfach das anschaue und sage, okay, wo ist denn jetzt der aktuelle Trend? Und diesen Trend messe ich ganz, ganz simpel, nämlich indem ich hergehe und sage, okay, Wochenchart, dann einen kurzfristigen Kleidendurchschnitt. Ich habe jetzt hier in dem Fall einen 21er Kleidendurchschnitt genommen. Warum ausgerechnet den 21er? Naja, weil ich den für alles Mögliche nehme. Den nehme ich für meine Morgenroutine, den nehme ich für Indizes und deswegen nehme ich den auch hier. Vielleicht ist auch ein 19er besser, vielleicht auch ein 23er. Das spielt letztendlich überhaupt keine Rolle. Ich habe immer schon den 21er genommen, deswegen nehme ich den jetzt auch weiter. Es sollte jetzt nicht unbedingt ein 3er sein, weil das wäre zu schnell. Der Wechsel dann, es sollte jetzt auch nicht ein 200er sein, das wäre zu langsam. So, also deswegen 20er, mit dem komme ich ganz gut klar. Und jetzt mache ich einfach eins. Wenn es so ist wie jetzt, also dass momentan der Dollar eher schwächer wird. Und ihr seht ja hier in diesem Chart, das passiert ja nicht erst seit 2 Tagen, sondern schon seit geraumer Zeit. Dann wechsle ich alle Dollarbeträge um in Euro. Das heißt, auch wenn ich Prämien vereinnahme, ich verkaufe Optionen, ich nehme 1000 Dollar Prämie ein, die landen ja dann als Dollarbetrag auf meinem Konto und dann gucke ich halt und immer wenn sich so eine gewisse Summe angesammelt hat, dann tausche ich die um. Also wenn man jetzt beispielsweise sagt, okay, ich habe ein 10.000er Konto, jetzt sind wieder 1000 Dollar Prämieneinnahmen da, dann tausche ich die um. Ihr könnt es auch schneller machen. Und wer einen 100.000er hat, der macht es eben, wenn 5.000 Dollar da sind oder 10.000 Dollar. Ne? Also das heißt, dann tausche ich das immer wieder schnell um. Wenn ich dann merke, es geht in so eine Seitwärtsphase, dann fange ich mal als allererstes an, nicht mehr die Dollarbeträge umzutauschen. Und wenn ich merke, dass dann der Dollarindex wieder stärker wird, nämlich indem er ganz simpel über seinen 21er Moving Average geht, was mache ich dann? Ja, dann tausche ich einfach die Teile meines Kontos, die jetzt in Euro da liegen, ganz einfach um in Dollar. Das heißt, ich versuche die großen Schwankungen ganz einfach mitzunehmen und eines muss man immer bedenken, was wir hier machen, ist ein sogenannter Währungshedge. Und in Seitwärtsphasen kostet uns ein Hedge auch mal ein wenig Geld. Deswegen vielleicht auch nie so 100% des Kontos immer umtauschen, sondern immer Teile. Wir werden es nie schaffen, 1:1 das Risiko komplett abzusichern und zu sagen, heute ist der Euro gestiegen, deswegen war es gut im Euro zu sein und wenn er morgen wieder fällt, dann bin ich morgen wieder im Dollar drin. Ne? Also macht's
einfach, macht es dann nicht so kompliziert. Was ich überhaupt nicht verstehen kann, ist, wenn ich manchmal dann in Foren lese, dass dann der eine oder andere schreibt, naja, ich habe eine bärische Sicht auf den Euro und ich bin schon seit einem Dollar fünf short den Euro und jetzt ist er bei 1,15 und jetzt lege ich nochmal nach. Das heißt, also dass du wirklich so gegen den Trend dann handelst. Weil, um was geht es denn hier? Wir wollen doch unser eigentliches Geld mit dem Optionshandel verdienen und nicht mit irgendwelchen Währungsspekulationen. Das ist ein ganz anderes Geschäft. Ne? Da könnten wir Forex-Trades machen oder wir könnten ja auch auf Optionen handeln, dass wir sagen, okay, wir handeln Euro-Optionen oder Dollar-Index-Optionen oder was auch immer. Bei diesem Währungshedging geht es wirklich nur darum, das Geld, was auf dem Konto liegt, was wir für Margin brauchen und so weiter, dass das eben in der Währung liegt, die momentan stärker ist als die andere. Und wenn der große Trend sich wieder dreht, dann tauschen wir das Ganze wieder. Das ist alles. Nur darum soll es gehen. Jetzt bin ich gespannt auf eure Kommentare und Meinungen. Wie macht ihr denn das Ganze? Habt ihr sowas überhaupt schon mal gemacht? Seid ihr aktiv in diesem Währungsumtausch, in diesem Währungshedging? Oder sagt ihr, nein, das habe ich bislang noch nicht gemacht. Warum habt ihr es noch nicht gemacht? Oder habt ihr auch Gründe, es nicht zu machen? Ich kenne zum Beispiel auch Händler, die sagen, ich mache das nie, weil auf Sicht von 10 Jahren gleicht sich das ja eh aus. Ja? Muss man sehen. Und schreibt mir mal eure Meinung dazu, eure Anregungen und wie gesagt, auch wenn ihr wissen wollt, dass ich euch mal ein Video mache, wie kann man das in der TWS tauschen, schreibt mir das in die Kommentare und dann sehen wir uns schon wieder im nächsten Video. Euch wünsche ich bis dahin alles Gute, viel Erfolg, tschüss, servus, macht's gut, bye bye.